Was wir soeben gesehen haben, waren Aktionen aus Blasmusik. Dieses Stück, das eigentlich kein Stück ist, sondern eher ein musikalischer Prozess, gehört zu einem Werkkomplex mit dem Titel Schulmusik. Diese Schulmusik, die erst konzipiert und noch keineswegs fertiggestellt ist, besteht aus verschiedensten Lernprozessen und Lehrstücken. Einige davon sind unter dem Titel Erfahrung zusammengefasst. Hier sollen Erfahrungen gemacht werden, was man mit einer einzigen Klangaktion, in diesem Fall bei der Blasmusik mit dem Blasen, alles anfangen kann. Wie man die aus solchen Experimenten gewonnenen Klänge gemeinsam zu gestalten vermag. Und schließlich, in welcher Weise sich aus dem gemeinsam Gestalteten ein ganzes Musikstück, ein musikalischer Prozess bilden lässt. Dabei gewinnt man die verschiedensten Erfahrungen und hat man endlich ein richtiges Stück Musik erarbeitet, kann man wieder neu beginnen. Klänge, wie wir sie eingangs gesehen und gehört haben, kann man musikalisch gestalten. Zum Beispiel kann man sie einzeln oder in der Gruppe eine Zeit lang unverändert andauern lassen. Die Klänge fast unmerklich verändern. In der Gruppe daraus musikalische Abläufe bilden. So lässt sich beispielsweise eine Klangwanderung herstellen. Sie ist in der Partitur, genauer in der Beschreibung von Blasmusik, folgendermaßen umrissen. Mehrere Spieler beginnen. Bald darauf sitzen woanders mehrere andere Spieler unmerklich ein, übernehmen den Klang der Vorgänger. Diese hören allmählich auf. Sehen und hören wir einen musikalischen Ablauf mit dem Titel Klangweitergabe. Ein, zwei Spieler beginnen und hören nach einiger Zeit ganz deutlich auf. Im gleichen Augenblick beginnen woanders ein, zwei andere Spieler. Thank you.
Eine Klanginsel wird so gestaltet. Ein Spieler führt ein Solo vor, zeigt, was er experimentell gefunden hat und was er musikalisch damit anzufangen vermag. Andere Spieler in der Nähe begleiten ihn zurückhaltend. Hat man eine gewisse Anzahl solcher musikalischer Abläufe erarbeitet, so lässt sich daraus ein Stück Musik zusammensetzen, komponieren. Manfred Peters hat sich mit seiner Arbeitsgemeinschaft Neue Musik am staatlichen Leininger Gymnasium in Grünstadt als erster daran gemacht, eine Version von Blasmusik auszuarbeiten und hat diese am 30. November 1973 in Grünstadt uraufgeführt. Natürlich ist das nur eine von vielen Möglichkeiten. Mit der Vorführung in diesem Film sollen Anregungen gegeben werden zu eigenen Versuchen und Anregungen zur Ausarbeitung von eigenen Verläufen.
Mm-hmm.